Wir gehen weiter zu RTS. Da haben wir ja ganz neu Seminare bei uns im Angebot, im Sortiment. Bedeutet, wir bieten RTS-Seminare an. Da haben wir jetzt 4 Termine. Gebt einfach in die Suche ein, Seminare, und dann findet ihr unsere 4 Termine, die wir hier bei uns am Standort durchführen. Die übernimmt übrigens die liebe Lena, die ihr auch mittlerweile kennt, gehört fest zu unserem Team. Und die kann das auch richtig gut, denn die war bei RTS direkt. Hier kommen wir durch, ne? Hallihallo. Du bist das erste Mal jetzt bei uns, weil wir hatten euch vorher noch nicht im Sortiment. Jetzt haben wir euch im Sortiment, seit der Intermodellbau. Da haben wir uns gut unterhalten. Darauf zurückzuführen, habe ich eben gesagt, die liebe Lena war nämlich bei euch am Standort, hat ein Seminar mitgemacht, war tierisch begeistert, und dann blieb mir eigentlich schon fast nichts anderes übrig, eure guten Produkte mit ins Sortiment aufzunehmen und bei uns am Standort dann natürlich auch die Seminare anzubieten, denn du sagst ja, wenn ihr was anbietet an Seminaren, die sind ratzefatze weg. Ist richtig, ja. Also wenn wir einen neuen Termin präsentieren, dann ist der in der Regel nach kurzer Zeit schon wieder ausgebucht und wir brauchen schon wieder einen Ersatztermin. Ja. Und ich finde es gut, dass wir alternativ jetzt auch hier Nordrhein-Westfalen, Modellbauland auch, dass wir hier das hier auch anbieten können. Lena hat ja bei uns sozusagen das mitgemacht, und die kann das sicher hier auch sehr gut. Warst du zufrieden mit ihr, ja? Ja, sehr, sehr. Wobei ich sagen muss, alle Teilnehmer gehen bei uns mit ansprechenden Ergebnissen nach Hause. Das freut mich zu hören. Ja, ist so. Also vom Anfänger bis zum Profi ist für alle eigentlich was mit dabei. Genau, ne? Richtig. Ja, wir bieten da so ein Grundlagenseminar Bodengestaltung und Begrünung an. Und wir machen das natürlich schon nach modellbauerisch professionellen Gesichtspunkten. Also wer da das Ganze mitnimmt an Know-how, der kann dann zu Hause wirklich eine super Modelllandschaft kreieren. Das heißt, der vorher noch nie eine Modellbaulandschaft kreiert hat, ist aber bei dem Seminar auch gut aufgehoben, ne? Natürlich, natürlich. Das ist ja immer so das Problem. Also der vorher zum Beispiel, mal platt unter uns gesagt, die Grasmatte vorher ausgelegt hat und mehr nicht. Ne, der kann zu dem Seminar sowohl zu euch als auch zu uns kommen und danach macht das nicht mehr. Die Teilnehmer lernen da wirklich schon, wie so eine Vegetation in der Natur auch aufgebaut ist, und das setzen die dann natürlich dann im Modell um. Ja, jeder weiß, wie ein Grasbüschel aussieht, aber wie er jetzt zum Beispiel am 28. Juli ausschaut in dieser Jahreszeit, das ist dann immer ein bisschen tricky, und das wollen wir halt ein bisschen vermitteln, dass die Teilnehmer oder die Modellbauer so nah wie möglich an das Vorbild der Natur kommen. Ja. Magst du mir irgendwas auf die Schnelle, wir haben jetzt hier keine halbe Stunde für dich, aber du kannst mir auf die Schnelle gerne hier irgendwas präsentieren, was du gerne möchtest. Gerne, ich flock mal kurz was Sehr auf. Gerne, finde ich gut. Ja, gut, top. Also, los geht's. Wenn du was zu sagen hast, ich halte dir das Mikro hin, dann hast du nämlich beide Hände frei. Also, zum Flocken ist es wichtig, dass wir jetzt zuerst mal hier einen Kleber auftragen. Und wichtig ist auch, dass ich zuerst die Bogengestaltung hier mache. Ja, das mache ich entweder mit einer Strukturpaste oder eben mit einer umbrafarbenen Dispersionsfarbe. Darf ich mal ganz kurz zeigen? Ich habe das jetzt hier nämlich gesehen. Mhm. So sah es vorher aus, ne? Ja, das ist so das Rohmaterial. Genau, das Rohmaterial. Also, so sah es vorher aus. Sehr gut, alles klar, danke. So, und ich trage jetzt den Kleber einfach hier total unstrukturiert und punktuell auf. Würde ich den aufstreichen, dann hätte ich eine Fläche, würde ich eine Wiese machen können. Aber ich möchte jetzt hier einfach mal so eine Art Brachlandschaft darstellen. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass die Gräser einfach so büschelartig wachsen. Und jetzt haben wir mal den Kleber aufgetragen. Der Kleber hat noch eine Eigenschaft, im Gegensatz, eine positive Eigenschaft im Gegensatz zum Holzleim. Er zieht keine Haut nach kurzer Zeit. Das heißt, ich kann mir Zeit lassen, bis zu einer halben Stunde bleibt er offen. Ja, und er hat auch so eine cremige Konsistenz. Das heißt, der läuft mir auch nicht weg. Ja. So, jetzt geht's los. Die meisten kennen unsere Geräte schon. Klassischerweise kann man die Fasern hier direkt ins Gerät reingeben. Hat den Nachteil, dass immer was übrig bleibt, musste ich wieder auskippen, sauber machen, neu befüllen. Deswegen haben wir so ein Wechselbehältersystem. Das heißt,
Die Behälter sind vorgefüllt mit den entsprechenden Fasern. Wir laden die direkt ins Gerät rein mit dem Behältnis, laden ca. 5 bis 10 Sekunden die Fasern auf und dann geht es eigentlich schon los. Ja? Kann dann das Gerät den Einschaltknopf loslassen und ich flocke jetzt hier meine 4 mm Faser. Und ich flocke jetzt mal bewusst nicht ganz sättigend, das sieht man daran, dass der Kleber noch durchscheint. Das ist auch toll, ne? Also die Wechselbehälter sind wirklich klasse. Man wechselt einfach den Behälter, genau. Ohne dass man... Das hat jetzt eigentlich nichts mit Schnellarbeiten zu tun. Nee, aber man verliert kein Material, ne? Genau. Also das ist ja wirklich super. Ich kann mich auch aufs Wesentliche konzentrieren. Ich habe jetzt eine 6 mm Faser, die flocke ich jetzt hier noch dazwischen. So, ist noch nicht ganz fertig, bisschen Kleber scheint noch durch. Nehme ich jetzt noch mal so ein dürres Glas. Und das wird gut aussehen. So, und jetzt machen wir einfach den Kleber zu. Wie man so schön Schau sagt. Dir das mal an. So, zu Hause auf der Anlage circa 2 Stunden warten, überschüssiges Material absaugen. Hier geht es jetzt etwas einfacher. Also nicht die Anlage auf den Kopf stellen. So, und jetzt haben wir hier schöne Glas. Ich hoffe, ihr kriegt das gut drauf. Ja. Das sieht wirklich super aus. Und ihr habt gesehen, das war live, hat 10 Sekunden gedauert. Ja, ganz schnell, ganz einfach. Verschiedene Wuchshöhen, verschiedene Farben, schaut nur natürlich aus. Ja, das ist eigentlich eine Schande, dass wir euch jetzt das im Sortiment haben, oder? Nee, ich freue mich, dass ihr uns jetzt endlich im Sortiment habt. Alles gut. Ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, lieber Michael. Ja, freue ich mich auch sehr. Ja. Und ich möchte nochmal Danke sagen für die Einladung, dass Gerne. Wir heute und morgen hier sein dürfen. Gerne, das ist schön, dass ihr da seid und dass ihr uns so gut unterstützt mit dem mit den Vorführungen. Ja, gerne. Ja. Und ich sage dir noch einen schönen Tag. Du bist morgen auch noch da? Ja, ich bin morgen auch noch da. Ja, sehr schön. Also morgen auch 11 bis 18 Uhr. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach hier vorbei. Und ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Und keine Frage ist... es gibt keine dummen Fragen. Klar? Also ihr habt ja gerade gesehen, wie einfach das geht. Wenn ihr noch nie sowas gemacht habt, traut euch ruhig, stellt die Fragen oder kommt vorbei, probiert es auch aus wahrscheinlich, wenn einer... Ja, gerne. Gerne, also probiert es auch aus. Macht es euch einfach, bevor ihr sowas kauft. Denn ihr habt hier die Möglichkeit, das einmal auszuprobieren, alles zu erfragen, alles zu sehen. Und das ist, glaube ich, besser geht's nicht. Ja, denke ich auch. Okay, ich danke dir. Ja? Gerne.